Guck mal. Auf die Mods kann man sich doch verlassen. Gott verbaladeit! So, gefunden. Gefunden, was ich gesucht habe. Mir ist noch immer warm, du. Der Sommer kann jetzt aufhören. Wir haben genug gehabt. Jo, es gibt wieder ein bisschen Dogsides. Habe ich mir so gedacht. Moin, Flo. Irgendwie ist dieses Funk da ein bisschen zusammengequetscht, finde ich. Aber passt gut. Moin, Flo. Moin, Melli. Schön, euch hier zu haben. Jo, soll ich immer wieder richtig positionieren? Ei. Gut. Und Darksiders Warmastered. Ups, ich muss noch hier. Pup. Habt jetzt nicht mitbekommen, dass ich die Szene nochmal wechseln müsste. Eigentlich bräuchte ich eine Taste dafür. Ich sollte mir dafür eine Taste festlegen, mit der ich das einfach mache. Achso, ich habe noch was anderes vergessen. Ups. So, aber ich meine, Steam braucht ja Ewigkeiten, bis es ein Spiel startet. So, guck mal. Da, au. Hallo THQ, au. Hallo etwaige andere Logos, die mir das Ohr kaputt... Ich wollte sagen Auge, aber nein, ich meine das Ohr kaputt machen wollen. Table Flip! Was für ein Streamer haben wir hier eigentlich? So, das hat jetzt niemand gehört. Oh. So. Wie schaut's aus? Wir... ich weiß, aber zu zweit nicht nötig. Wir waren hier im Ladevorgang. Zur Arena geht es heute. Drücken Sie die linke Maustaste zum Angriff. Danke, Spiel, dass du mir das jetzt sagst. Jetzt weiß ich, wie ich weiterkomme in diesem Spiel. Als nächstes sagt es mir noch, mach die Augen auf, damit du Zeug sehen kannst. Gut, das habe ich beim letzten Mal nicht gezeigt. Mit linker Umschalttaste konzentriert kriegst du dich auf einen einzelnen Gegner. Mit Mausrad kann ich den wechseln. Und es dauert aber jetzt ein bisschen länger, das Laden. Hat gestern nicht so lange gebraucht, oder? Dann machen wir einfach mal. Moin, Leafy. Dämonengewächse können überquert werden. Drücken Sie die Leertaste, um dagegen zu springen und mit dem Klettern zu beginnen. Sollte stehen, nutze ein Gamepad. Nein, ich habe angefangen mit der Maus und ich beende das jetzt mit der Maus. Und ihr so? Ich habe einen Ladebildschirm, ne? Drücke WASD zu bewegen. Ah? Guck mal, jetzt sind wir doch hier. Ich muss mir das Spiel auf den Ohren nochmal ein bisschen leiser machen. Das ist nämlich ziemlich laut. So, und ich hoffe, dass ihr jetzt auch aufhört, hier mal ein paar Frames zu droppen. Ey, okay. Wenn das hier aufgehört wird, ein paar Frames zu droppen, das wäre Wunderbärchen. Damit wir hier entlang gehen können. Und, achso, habe ich die nicht beim letzten Mal schon kaputt gemacht? Jetzt habe ich sie halt nochmal kaputt gemacht. Oh, 1555 Seelen. Go me. Achso, stimmt, ich bin sogar schon ziemlich weit davor gerannt und dann hat sich das Spiel so gedacht, nee. Gut. Also nicht das Spiel, sondern ich habe mir so gedacht, nee. Nochmal Speicherpunkt. Ei, ei, ei. Okay. Ja, das ist ein Wurm, davon ging ich aus, dass hier ein Wurm ist. Muss ich jetzt einfach eine Hackengas geben? Schaut ein bisschen danach aus. Oh Gott. Okay. Laut Karte ist das näher. Kann ich nicht? Gibt's hier nicht irgendwo eine Chronosphäre? Wurde mir nicht gesagt, dass Chronosphären extra dafür gemacht wurden, damit man hier entlang kommt? Nee? Okay. Wo ist denn der Gegner? Da hinten ist er. Kann ich ihn vielleicht... Ignoriert er mich? Ich glaube, gleich tötet er mich einfach. Habe ich jetzt einen Fehler damit gemacht? Bestimmt.
Ich warte einfach mal ab, dass er da hinten irgendwo ist. Und ich glaube, solange ich den Boden nicht berühre, geht's mir gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Kann ich das versprechen? Ich möchte nicht nochmal sehen, dass ich hier verkackt habe. Ist hier gut. Spiel. Alles gut. Ich weiß, ich habe hier verkackt. Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Wir wechseln mal hier die Waffe. Gut, wir versuchen es nochmal. So, jetzt kommt er nämlich auf mich zu, aber da hinten ist es ja kein Problem. Wenn er... Oder er hat mich jetzt einfach ignoriert. Wann ignoriert er mich? Wann greift er mich an? Gibt es da irgendwie so einen Standardzeitpunkt, zu dem ich... Der nutzt doch jetzt gerade ein anderes Muster, oder nicht? So ist er nicht beim letzten Mal. So. Okay, renn, 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 renn. Oh Gott! Easy. Was nun? Gott, nö, direkt ist er der erste Clip. Schöner Treffer. Good job, me. Ich muss mal schauen. So, ich muss dann noch zweimal das machen und schaffen. Wo lang gehst du? Ich glaube, da hinten wäre es ziemlich... Weil das schaut aus, als wäre das die höchste Strecke, die ich zur Verfügung hätte. Nicht die höchste, aber die längste. Nicht hier windet er sich nochmal. Blödes Ungeziefer. Ja, wo lang denn mit mir? Steck die Waffe weg, junger Mann. Steck die Pistole weg. Was bist du? So, geht doch. So, ich sehe ihn. Er ist über dem Boden. Okay, sehr schön. Nicht mehr. Ich glaube, ich hätte ihn doch lieber bekämpfen wollen, statt jetzt hier ihm ausweichen. Kann ihn unter... Zwinge ich ihn unter Grund oder ist es gar nicht mein Beitun? Weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, inwieweit meine Pistole irgendwas anrichtet. Ich glaube halt doch, dass ich ihn schon Untergrund damit... Also in den Untergrund damit befördere. Ich möchte es behaupten, dass es so funktioniert. So... Was ist, wenn ich jetzt springen würde? Ach, dann müsste ich den kompletten Weg nochmal machen, ne? Aber ich glaube, er ändert dynamisch seinen Pfad. So, wenn... quasi jemand die Möglichkeit bietet... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Easy. Wenn jemand die Möglichkeit bietet, was zu futtern. Sag nicht, dass ich noch irgendwelche Rätsel lösen muss, dann kriege ich hier aber Plakto. So, jetzt muss ich noch da hinten hin. Wenn er da hinten irgendwo rumfleucht, dann müsste das ohne Probleme funktionieren. Müsste. Nee, das Tor da ist offen. So, dann fleucht er hinten mal rum. Oh, hallo, du bist mir ein bisschen nah. So, moin, Shoya. Oh, hey, Shoya. Okay. Nein, 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 nein. So, also ich muss nur mal schauen, dass der da hinten irgendwo ist. 3 Jahre später. Shh.
Wir sind erst 12 Minuten im Stream. Ich bin halt nicht so. Ich bin halt eher... Oh Gott! Der ist gerade unter der Plattform gewesen. Hätte der mich jetzt gefuttert, wäre ich richtig sauer geworden. Das macht mich aggressiv! Der Stream hat gerade angefangen und er hat schon keine Lust mehr. Ja, ne? Was ein toller Streamer. Okay, 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 okay. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Oh Gott! Easy. Ich sehe gar nicht, wo das Problem war. First try. Ich hoffe, das muss ich nie wieder machen. Muss ich jetzt einfach nur ein paar... Ja, jetzt muss ich einfach nur ein paar Leuten aufs Gesicht geben. Guck mal, das kann ich. Ein paar Leuten aufs Gesicht geben, alles easy. Oh, au. So, das wollte ich eigentlich machen. Au. So, hier einmal die Sense ins Gesicht. Die beiden mit der Sense einmal kaputt machen und dem nochmal. Also bei mir hat sich's ein bisschen abgekühlt. Nicht allzu viel, aber halt genug, als dass ich mich nicht mehr ertränken möchte. So. Good weather over there. That's nice to hear. Ich droppe... Was bist denn du für einer? Achso, ich glaube, ich habe schon mal einen von dir kaputt gemacht. Oh Gott, da ist noch ein zweiter. Das hättet ihr mir sagen müssen. Ah, das eine ist... war es das schon mit dem? Scheint so. So. Und... Oh, au. Okay. So. Achso, ich dachte, ich hätte es geblockt. Oder habe ich es nicht richtig geblockt? So, machen wir den mal kaputt. Der hat jetzt auch eine Kanone. Die nehme ich mal. Du kannst übrigens von Stream die FPS in Spielen anzeigen lassen, sofern das für dich relevant ist. Achso, von Steam. Achso. Hi, Miss Flauschi. Oh, das ist ja ein unglaublich niedliches Emoticon. Seh mal Lurk. Eine Lurkerin habe ich gefunden. Ich glaube, du hast heute einen Stream erwischt, in dem das nicht hundertprozentig gut ist, weil, gute alte Unity Media lässt mich Frames droppen. Na, also, die Ingame-FPS sind ja für mich nicht so relevant. So. Weil, ich sowieso gecapped auf 30 FPS streame, weil andernfalls wäre das halt zu viel Last auf meiner CPU. Schießgezackte Splitter, die sich in Oberflächen bohren und detonieren, wenn sie ausgelöst werden. Okay, drücken Sie links, klicken Sie Splitter und rechts, um ihn detonieren zu lassen. Heißt das, ich habe jetzt hier richtige Wummskanone, das ist schön. Zorn. Und Leben, das Leben kann ich sogar auch ganz gut gebrauchen. Wenn man so rumhammelt wie ich. So, das Leben mitgenommen. Gibt's hier um die Ecke was? Nein. Da ist noch immer die Waffe, die leuchtet. Ich möchte jetzt nicht mitschleppen, weil ich dann immer so langsam bin. Die Musik kann auch aufhören, dramatisch zu sein. Ich hab doch ein schwaches Herz. Wer bist du? Achso. Muss ich nachladen? Ah, so funktioniert die Waffe. Achso, darf ich auch nicht zu früh kaputt oder fertig machen lassen. Die ist cool. Kann ich sowas nicht standardmäßig im Repertoire haben? Kann ich bitte damit auch treffen? Do you guys know about a new game called Semblance? Never heard about it. Ach, was ich kein Schlimmeres. So, dich habe ich erwischt, ne? Ach, du hast jetzt wieder die 2, 3. 1, 2, 2, 3. Achso. Sehr schön. Die Waffe ist halt echt OP. Jesus. Die will ich behalten. Semblance. Wobei, Semblance hat mir doch irgendwo ganz hinten tief in meinem Kopf das, was ich quasi nie nutze. Glaub ich, dass Semblance
irgendwas sagt. Haben wir schon mal darüber geredet, Flo? Du müsstest das ja besser wissen, worüber ich rede. Ich höre mir selber nicht zu. Ach, da kommen noch mehr. Ja, also, ich spiele hier mal das Doom aus 2011. Ich wusste gar nicht, dass sie damals eins gemacht haben, aber das ist echt schick gemacht. So, spielt sich ein bisschen clunky, aber die Waffen sind sick. I have to check it first. Du hast dich festgehakt, mein Freund. So, dich habe ich befreit von deinem Problem. Au. Was passiert, wenn ich eine Bombe in mein Gesicht explodieren lasse? Probieren wir es mal aus. Irgendwie hat mir einen Schaden gemacht. Wer hätte das erwartet? Ich hammel. So, kaputt gemacht, kaputt gemacht. Kommt hier noch mehr oder was? Ich bleibe jetzt weiter bei der Waffe. Screw this. Muss ich hier runter? Schaut sehr danach aus, dass ich hier runter muss. Wir gehen einfach mal hier runter. Komme ich hier wieder hoch? Oh. Du dicker Mann, hast die Brücke kaputt gemacht. Au. Also ich disrespekte mal den Typen, der auch die gleiche Waffe hat wie ich. So, hey. It's me. It's the guy. Aha. So, it looks like in my opinion from the looks of the gameplay is cute with this little blob. If I don't forget it, I'm gonna look at it after the stream. Irgendwie. Ich muss gestehen, die Waffe macht halt richtig Spaß. Oh Gott! Das nicht! Das nicht! Bleib fern von mir! Spawn doch nicht in mir! Wer hat sich das denn ausgedacht? Voll fies. Okay, haben wir das geschafft. Warum gehst du im Spiel? Hab mich schon öfter noch nie gesehen, was mir da steht. Ach so. It launched like 2 to 3 days ago. Okay. Ey, jetzt kommen da noch mehr. Was sind denn das hier? Sind wir jetzt in der Arena? Schiefviecher auf Schalke. Oh. Ah, Gott! Dein Emote ist niedlich! So. Den erwischt und dann dem einmal gezeigt. Den einmal zeigen. Ich bin Bob Ross. Dass ihr drauf geht, das sind einfach nur schöne kleine Fehler. Happy little accidents. Könnte ich jetzt mal bitte... Jetzt hat er die Brücke komplett runtergelassen. Ja, schaut mal ruhig bei Miss Flauschi vorbei. Die tut auch Stream. Und macht unglaublich niedliche Emotes. Peng, peng. Wenn jetzt irgendwas hinter mir spawnt, bin ich traurig. Nein. Ich... Lass mich und Puffy in Ruhe. Okay. Okay. Darf ich meine Waffe mal ganz kurz ablegen? Au. So. Okay, der hat da ein bisschen Spaß mit gehabt. Sometimes this 2D platformer where the player can deform parts of the platform made out of Play-Doh. Au. Sollte vielleicht nicht den Chat lesen, während ich dem Gegner wehtue. That has infected a normally soft but the deforming terrain enables the player to avoid dangerous obstacles and reach high places. Grundprinzip klingt ja schon mal interessant, habe ich so noch nicht gelesen. Lies die Frage, beantwortet nicht darauf. Warte, was? Ich habe eine Frage gelesen? Achso. Flo hat's beantwortet. Oder was? Habe ich was übersehen? Entschuldigung! Ich versuche die gesamte Zeit zu kämpfen und auf den Chat zu achten. So, guten Hunger, Melly. Ihr habt Darksiders. Welche Frage habe ich überlesen? So, ich scroll jetzt mal hoch. Achso, wo gibt es... Ah, achso, um Darksiders. Ich dachte, du meintest Semblance. Entschuldigung. Ich bin quasi Krieg. Die Apokalypse wurde vorher ausgelöst. Und man hat gesagt, Krieg, du bist schuld. Und ich sag so, nee. Und die so, trotzdem schuld. Und ich so, ach Mann, nur weil ich der Älteste bin.
Ja, und das ist quasi die Story von Darksiders. Und jetzt müssen wir halt umherlaufen und Leute töten. Beziehungsweise Dämonen und Engel töten. Weil die Engel sagen halt, ey, du bist kacke. Und die Dämonen sagen, ey, du bist kacke. Und ich sag, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will einfach nur ein bisschen brunchen. Mit meinen Brüdern. Und meiner Schwester. So, kann ich da runter? Da wäre ich fast runtergefallen. So, okay. Da kommt einfach mal ein großer Paragraph von Flo, der das alles besser erklärt, als ich jemals könnte. Wie wird es denn gescheit zusammengefasst? In Darksiders übernimmt man die Rolle von Krieg, einem der vier apokalyptischen Reiter. Auf der Erde ist die endgültige Schlacht zwischen Himmel und Hölle ausgebrochen. Als Krieg auf die Erde kommt, um seine Pflichten nachzukommen, beschuldigt man ihn, sich auf die Seite der Unterwelt geschlagen zu haben, so die Apokalypse vorzeitig entfacht zu haben. Sag doch! Leute sagen, wir sind blöd. Und wir so, nee, aber sind wir nicht. Und Leute trotzdem so, ah, egal. Ich werde ein bisschen Brunch Big Mood. Wer kommen die denn jetzt? So. Eigentlich wollte ich den Angriff machen. Ich vergesse immer, dass ich das Krieg ja unglaublicher Hockey-Fan ist. Nicht Hockey-Baseball, so rum. Dieses Sport. Sportball. So, die kommen vom Brunchen. Ach, da kommen jetzt noch mehr runter. Gehört das irgendwann auf oder kann ich jetzt unendlich Seelen farmen? Ich glaube, das hört irgendwann auf. Ich meine, solange ihr kommt, habe ich ja kein Problem damit. Müsst halt nur warten. Ich bin ein vielbeschäftigter Arzt. Um euer Bein zu amputieren, brauche ich halt noch einen kleinen Moment. Und euren Arm. Und euch von eurem Leben zu trennen. Bin ich ein zertifizierter Arzt dann? Oder bin ich so eine Art Arzt wie in... Wobei, der Arzt aus Team Fortress 2 war ja auch, also der Medic, auch zertifiziert. Bis er dann seine Doktorlizenz verloren hat. Mann, bin ich gut. Ich kann wirklich skopieren. Verdammt! Ja, gefühlt jedes Essay, was man jemals in der Schule geschrieben hat. Wikipedia auf, kopieren. Wikipedia zu. Wir kommen vom... und weil sie alles aufgegessen haben, musst du sie töten. Ja. Au. Aber irgendwas... Au. Da hat irgendwas kaputt gemacht. Es gibt übrigens ein Achievement dafür, dass ich Leute mit dem... damit töte. Habe ich letztens festgestellt. So, aber ich glaube... Ja, ist halt ein bisschen... Wir haben genug von diesem Grau gesehen. Ich möchte jetzt ein bisschen weiter... ein bisschen mehr Grau sehen. Du bekommst halt fast nichts an Seelen. Außer bei einem besteht doch nur aus Zitaten. Zitat, Schmitat. Ob es jetzt... ob man jetzt angibt, dass es von irgendeinem intelligenten Menschen ist oder nicht, ist ja auch egal. Eigentlich wollte ich es so machen. So, boop. Nein, bleib hier. Hauptsache, du schreibst Quelle Internet zu, dann ist alles gut. PowerPoint-Vorlesung, immer die letzte Seite war das. Ja, ich habe meine Quelle war wikipedia.com. Ich hatte damals aber einige Lehrer gehabt, die haben halt dein Vortrag oder sowas direkt schlecht benotet, wenn du nur Wikipedia als Quelle hattest. Das fand ich immer kacke. Nachvollziehbarerweise, als ich noch jung und in der Schule war, war Wikipedia auch noch nicht so hundertprozentig toll, wie es jetzt heutzutage ist. Und hatte halt auch noch viele Fehler. Oh. Wollt noch zweiter? Krieg, please. Krieg so neben ist zu Ende. Wir springen hier runter. Von wo sprichst du? So, wenn du schlau bist, dann schreibst du die Quellen auf die unter Wiki stehen. Aber du bist ein Schüler, da bist du dumm und faul. Oh, guck mal, das ist nochmal eine Arena. Die Lehrer sind nur so, weil Wikipedia den Job besser macht als sie. Quasi. Ne, also mein Rallye-Lehrer, der das gesagt hatte, war aber auch ein bisschen alt. So. Ne, im Alter hat man halt dem Internet noch nicht vertraut. Quelle mein Hirn. Ja, hier so die Relativitätstheorie, die habe ich mir ausgedacht. Die ist aus meinem Hirn. Oh, Ferdi!
Au. Au. Okay, fertig tut weh. Du kannst nur optimal faul sein, wenn du nicht dumm bist. Weil ich kämpfe hier gerade noch gegen Winnie. Au. Er ist gefährlich, der Typ, der einfach voll erwischt wird. Was spiele ich so sonst aus der Krieg? Ferdi! Oh, jetzt habe ich Lasagne gemacht. Das wollte ich eigentlich erst morgen kochen. Gut, das passiert dann. Baby Manny. Kommt immer drauf an. Also, ich hatte jetzt letztens Bioshock 1 gespielt gehabt. Ich habe eigentlich einen Stapel der Schande. Wenn ihr Ausrufezeichen Stapel oder Ausrufezeichen Liste eingibt, dann seht ihr das. Das sind so ziemlich alle Spiele, die ich entweder auf YouTube oder auf Twitch noch bringen möchte. Na, einfach eins von beiden. Meinst du, du kriegst endlich mal dein Pferd? Weiß ich nicht. Oh, ich habe jetzt auf jeden Fall Lava hier. Ist halt voll reingelaufen. Also kommt mein Pferd mit... Au. Mit, feuerfesten Reifen. Hufen. Was auch immer. Pferdeanatomie halt. Oh, ich hätte mir das vielleicht auf... bewahren sollen. Ja, also ich spiele so ziemlich genremäßig. Ach du Kacke. Ach natürlich, jetzt wurde mir meine Chaosgestalt genommen. So. Ups, da bin ich reingesprintet. Ja. Alles bis auf Horror kommt so ziemlich bei mir. Ja, habe ich, Flo. Wobei, nicht einfach nur Steam-Liste mit ein... Piu, 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 piu. Steam-Liste mit 0 Stunden Spielzeit, sondern auch ein, zwei Spiele, Portal 2 oder sowas, die ich halt auch immer mal als Projekt bringen wollte. Oh, ich glaube, Flauschi wollte einen Link schicken. Die sind automatisch disabled. Da müsstet ihr mal ein Permit geben. Au. So, ich bin sehr froh, dass der Dicke da hinten, au, sich um die kümmert. Um die Gegner. Sie starren einander an. Au. Ja, das machen deine Handlanger hier gerade schon. Au. Vielleicht muss ich das einfach mal nur richtig blocken. Auch Twitch-Clip disabled. Okay, das muss ich mal schauen. Bleibt jetzt hier auch einfach als links im... Hm. Ja, also... Ich meine, ich kann auch einfach mal ganz kurz... wenn ich hier draufklicke, Miss Flauschi... So, Permit? Ich glaube Permit. So, jetzt kannst du für eine Minute einen Link posten.